unvorstellbar Erfolg. Ja. Was sind die Chaos? Warte, ist etwa eins von... In Sonic Generation dieses komische Vieh, das so einem die ganze Zeit auf den Sack geht und Tipps gibt. Das ist so, mach das auch so ein Vieh. Nein, das ist die Roboter-Version davon. So. Die hasse ich. Die sind echt zum Kotzen, die Viecher. Es gibt von jedem Scheiß eine Roboter-Version, oder? Es gibt sogar verschiedene Fanmates, da gibt's auch Roboter Knuckles und so. What? I'm back in front of the altar. Ja, richtig, Knuckles, du hast ja recht. This is beginning to blow my mind. This is beginning to blow my mind. Und dann denkt mir in der Kopf. The broken pieces of the Master Emerald. I have to restore them to where they belong. Ja, jetzt können wir den zusammen basteln. Mit Butterfix. Mit Butterfix. Ah, summer, da. Wie viele Teile gibt's insgesamt? Ja, das weiß ich nicht. Das sind jetzt schon scheiße viele. Kobloing. What the fuck, der ist ja schon fast ganz. Ja. Da fehlt aber noch ein fettes Eckchen. I need to find the remaining pieces, wherever they are. Und die müssen wir jetzt noch finden. Ach, der hat hinten einen Schwanz. Hm. Look. It's Eggman's flying fortress. Da drin. Ja, das sieht, das zeigt, das Master Emerald zeigt ihm das, weil da die restlichen Dinger sind. I don't know where that ship is. Ich weiß es aber. Da ist Gamma. Stampf, Stampf, Stampf. Hey, isn't that one of die, der über den Boden gleitet, ey. Ich finde das cool. I know. I'll follow it back to Eggman's base. Was ist das Ziel von Gamma? Das sehen wir dann, wenn wir da sind, bei Gamma. Oh. Ich will ja nicht spoilern. Oh. Denkst du, ich würde hier spoilern, oder was? Ja, klar. Das kann ich dir dann offscreen erzählen. Hui, also Knuckles dauert nicht mehr lange. Dann haben wir den schon durch. Sieht irgendwie verstört aus, wie der da läuft. Der formt sich halt aerodynamisch, wenn er läuft. Mhm. So, jetzt gehen wir zu diesem Bootverleih-Dingen. Bootverleih? Ach doch, noch nicht. Na, jetzt da rumstöhnt, ey. Der stöhnt rum? Jetzt kann ich hören. Kann ich keinen Sound hören. Das machen alle, wenn die Treppen hochgehen, machen die so. Als würden die so grunzen, ey, ist voll übel. Vielleicht reiben sich die sich daran oder so. Das wäre bei Amy dann besonders komisch. Weil die genauso rumspackt. Oh, wo ist denn der Scheiß? Ah, jetzt weiß ich. Ja, jetzt weiß ich, wo wir hin müssen. Oh nein. Ich will da nicht hin. Wir in den Dschungel. Fahren wir mit der Lore. Knapp. Yeah. Müsste es jetzt schon da sein, oder? Ja, da hinten ist es. Schau mal diesen riesigen, fetten Tower an. What the fuck ist das denn? Ich weiß nicht, wurde den... Hat er den irgendwie per, keine Ahnung, per Hubschrauber anfliegen lassen oder was weiß ich? Wo kommt der auf einmal her? Jetzt mal ganz ehrlich. Was fragst du mich? Musst du wissen. Gut, das werden wir teleportet, weil wir vorhin auf der anderen Seite waren, aber egal. Diese atemberaubenden Texturen. Ich weiß. Time to make a house call. Was ein Witz. Ja, fand ich auch voll lustig. Na, jetzt fliegt die das Ding wieder hoch. Sieht voll episch aus. Mhm. Ich weiß. In den Zwischensequenzen finde ich das den Grafik ganz okay. Keine Ahnung, wie wir jetzt da drauf gekommen sind, aber egal. Er kann das fühlen, verstehst du? Mhm.
Sonst gehen wir rein, ja, und sind wir im Stuhl. The fuck? Hier können wir jetzt noch nicht rein, das ist natürlich sehr schade. Also gehen wir dahin, wo wir den anderen beiden Charakteren, also mit Sonic und Tails, auch schon wissen. What's going on? Ja, sind Transformer. Ich weiß. Weißt du, was das Geniale ist? Wenn sich das Schiff verwandelt, dann hat es eine instabile Lage und dann fängt es an zu sinken. Also, nicht zu sinken. Aha. Mann. Okay. Oder langsam gleitet es nach unten. Das ist halt sehr schlecht. Und warum macht es das dann? Weil Eggman denkt, das sieht so cool aus. Ich muss mit meinem kleinen Penis kompensieren und dann, ne? Das fand ich jetzt sehr verstörend, dass du zuerst... Ah, vergiss es. Ja, ich weiß. So, das ist extrem cool hier. Wir können jetzt diesen Hebel betätigen. Wieso habe ich gerade ein Déjà-vu? Ich dachte, ich habe das schon mal gesehen. Und jetzt können wir das Schiff bewegen. Theoretisch. Warte. Jetzt gehen wir erstmal in die Mitte. Nein, nach vorne möchte ich auch nicht. So, siehst du das? Ja, wir können das Schiff neigen. Das ist doch so sauer. Und riesige Kanonen. Bam! Kaputt. Oh. Was bringt es dir jetzt, das Schiff zu neigen? Dann könnten wir theoretisch unter Sachen, die wir vorher nicht konnten. Und, wir hatten gerade ein Signal. Alter! Die hier auch mal an verschiedenen Orten. Ja. Oh. Nicht das Signal. Hier wird stärker. Gut. Dann graben wir uns mal hier entlang oder klettern. Da war schon mal nicht. Ja, wir sensen hier schon ein Zwei, das ist sehr interessant. Okay, ich glaube, wir müssen da runter. Cool. Oh, fuck. Wie super. Einfach mal. Super. Alter, ich weiß, was es ist. Du hast doch gerade die beiden Tore gesehen, ne? Ja. Die gehen nur auf, wenn wir das Schiff in die richtige Richtung neigen. Woher weißt du, was die richtige Richtung ist? Wenn die nach rechts, also das müsste so sein, dass die aufgehen. Dass die nach unten zeigen, sozusagen. Also müssen wir jetzt zu der Plattform, müssen das in die genau andere Richtung wie jetzt drehen und dann hat sich das. Jetzt wird es da leitern, wenn Knuckles sowieso überall klettern kann. Es gibt ja nicht nur Knuckles in diesem Spiel. Ach, die Levels sind immer die gleichen, oder was? Vom Prinzip her, ja, sind immer alles ein bisschen anders aufgebaut, aber vom Prinzip her sind es ungefähr die ähnliche Level. Und da hast du schon gesehen, da ist das nächste Stück. Yay! Was zur Hölle, wo hänge ich dran? Was? Ich liebe diese Kameraführung, ey, ganz ehrlich. Ah! Ist gut! Die wird noch schlechter, glaub mir. Ja, das ist ja mal geil. Da gibt's dann so... Bin ich gerade die Wand entlang gelaufen. Was soll jetzt noch machen? So, jetzt müssen wir noch ein einziges Ding finden. Oh, wir haben es geschafft. Cool. Und war's das jetzt? Nee, da fehlt noch ein bisschen was. Oh. Was? Traurig. Ja. Was bedeutet die 24 am Ende? Keine Ahnung. Ach ja, genau, das ist die Anzahl an Leveln, die wir schon abgeschlossen haben. So. Das sind diese Mega-Ringe, die gibt's auch in den früheren Spielen, waren es die Zielringe. Oh no, not again. Oh no. What is the meaning of this? Ach, wieder in die Vergangenheit. Ja. Nur schauen wir mal an, alles brennt, alles ist zerstört. Die Chaos wurden platt gemacht. Hey, what happened here? I couldn't stop them. They came and my father. Sie sind gekommen. Ihr Vater.
Da hat man schon gehört, das war der Schrei von Perfect Chaos. Look, it's the Emerald. Der hat er aufgenommen. Wait. Der hat alle aufgenommen. Ist. Er hat sie auf jeden Fall zerstört. Na, allein die Teile zerhackstückelt. Ist es Sonic? Dream? It's more like a nightmare. Du musst arme Roboter zerstören, die geschaffen wurden, um dich zu vernichten. Und da drin sind Tiere eingesperrt. Mm. Ich meine, ja, Politikquälerei. Ich glaube, Sega hat generell was gegen Tiere. Wieso? Keine Ahnung. Nur das Gefühl. Mehrere Spiele von Sega, wo man arme, unschuldige Tiere abschlachten muss. What the fuck? Gleich siehst du, wir kämpfen jetzt nochmal gegen Chaos. Nummer 5. Nein. Nummer 6. 6? Ja. Was mit 5? 5 wird übersprungen. Warum? Keine Ahnung. Man kämpft nicht gegen Form 1, gegen Form 3, gegen Form 5 kämpft, also gegen die Form kämpft man nicht. Hey, what's up, buddy? There you are, Knuckles. About time. Wie sich sein Mund bewegt. Ich weiß. Und seine Augen dazu. Die Lips sind die so schlecht. Oh, okay. Im zweiten Teil wird die zwar besser, aber trotzdem. Gott. It can't be. Kills. Oh. Ja. I guess he didn't get enough the first time. You can't stop me from restoring the Master Emerald. Vor allem, der hat da von Anfang einen Schwanz, der wurde aber von einem Frosch gefressen. Chaos 6. Voll der epische Kampf. So, wir können ihn nur besiegen, indem wir diese Freeze-Teile da nehmen. Und in sein Maul schleudern. Dann gefriert und wir können ihn auf die Fresse boxen. Ah, okay. Und das Schiff ist ja teilweise schon nach kaputt gehen, das sieht ziemlich komisch aus. Okay, das war dumm. So, wir können das Teil jetzt auch so nehmen. Würde er erstmal nehmen. Du kannst auch so in sein Maul werfen. Friss das, Chaos! Na komm. Kann sein, dass seine HP-Leiste ein bisschen verglitscht ist. Seine HP-Leiste? Nein, die passt schon so. Da fehlt aber von rechts noch ein bisschen was. Ja, das ist ja egal. Das passt schon so. Geht's Chaos 6 ja schneller als Chaos 4. Was? Nein. Ja, der hat eigentlich auch viel mehr drauf, aber... Ja, natürlich! Was für ein Drecksack. Na, jetzt kommt so eine Blumenattacke. Schau auf, die sieht aus wie eine Sonnenblume, oder? Sieht einfach nur pervers aus. Hentai-Monster! Und diese blauen Stränge sehen so aus, als wären das irgendwelche Glitches oder so. Kennst du das, wenn so irgendwelche Viecher langgezogen werden? Kenn ich. Zum Beispiel wie was sieht das aus? Zum Beispiel wie die unendliche Lebensanzeige einer Ratte in Oblivion. The fuck? Die glitscht sich dann so voll lang. Und wir haben ihn zerstört. Oh. Is that all you got? Oh, zwei Ringe. Ja. Wir können die Ringe am Schwarzmarkt gegen Items eintauschen. Schwarzmarkt. Ja. Ist das eigentlich für ein krankes Spiel? Sicher, dass das für Kinder gedacht ist? Ja, es ist. Ja, jetzt können wir zurück zur Insel. Ist das geil? So. Jetzt explodiert wieder. Ja, muss ja immer sein. Natürlich. Unrealistic Explosions. Und es fällt hinab. Nicht, dass es so eine fette Endexplosion gibt. Nein, es fällt einfach nur runter. Warum nicht? I know. Übrigens, Amy, kannst du nur Rock schauen, ne? Und was ist da? Was wird da wohl sein? Bei den meisten Spielen ist das so, dass da einfach nur irgendein Schatten ist. Schau mal, wie seine Füße an. Was geht mit denen ab? Ich fang grad
Boden verschmolzen. Ja. Und er ist wieder ganz. Okay. Perfect. All is well now. Sehr schön. Fliegt die Insel jetzt wieder in die Luft? Eigentlich ja. Jetzt ist er wieder happy. Du musst dir vorstellen, er sitzt den ganzen Tag da rum und wartet darauf, dass nichts passiert. Er sitzt den ganzen Tag nur rum und wartet einfach, um den Master Emerald zu beschützen. Voll übel. Pass auf. Ah. Schwuppdabub. Müsste die Insel eigentlich nicht komplett zerbersten, wenn die auf dem Boden landet? Nö. Das ist ja Angel Island, also das ist... Boah, guck, das, wie viel Tonnen Gewicht muss das Ding haben? Verdammt und dann, viel. Und dann crasht das einfach so auf den Boden. Ja. Er muss eigentlich komplett zersplittern. Nein, also Stücke für Master Emerald sind aber noch erhalten und der hält es dann zusammen. Ist doch klar. Ja. Vor allem, vorhin hieß es doch, wir sind runtergefallen, ne? Mhm. Im Hintergrund sieht man aber, dass es immer noch an der gleichen Stelle ist wie vorher. Viel zu geil. I may not know the whole story. Das war's? Was war's? Kein epischer Endkampf? Ja, Chaos war ja so der epische Endkampf. Das war nicht episch, das war einfach nur langweilig. Du hast ihn schneller gekillt als den davor. Ja, also muss halt alle Storys durchspielen, um den wirklichen wirklich enden Endkampf zu sehen. Der von Gamma, der ist richtig geil. Der Endkampf, der ist emotional und episch. Emotional. Jetzt mal ganz ehrlich, von den ganzen, das brauchen wir jetzt nicht zeigen, Quatsch, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure DX. Und dieses Mal wieder ohne den guten Keiler, der kommt aber nochmal, das kann ich euch versprechen. So, und jetzt ist Amy Rose dran. Pass mal auf. Höschen. So. Dieser sehr schönen Startanimation. Hören wir uns erstmal ihren Anfangs-Scheiß-Text an. Bläh. Polygon Power. Different day. I miss the good old days, hanging out with my hero, Sonic. Chasing bad guys and blowing them away. But now he's gone, and there's nothing left to do. But shop till I drop. There was always something fun to do with Sonic around. I really miss him. Hey, what's going on here? Is there an eclipse today or what? Nobody forecast a storm or anything. Eggman, can it be? What's that? Ah! Watch it! Watch it! Ow! You should watch where you're going, buddy! Hey, are you all right? You look kind of hurt. What's this? One of Eggman's robots, huh? He must have captured you, and somehow you got away, right? Don't worry, I'll protect you.
I'll do my best to keep us both from harm. I'll stand by you all the way. So, das war das Intro-Video. Sehr interessant. Wir haben den Roboter, den wir da gesehen haben. Das ist übrigens ihre Attacke, der Pico-Pico-Hammer. Herzchen! So, also das ist der Roboter, den wir gesehen haben. Der heißt Zero. Der ist speziell dafür konzipiert worden, dieses Vögelchen hier zu fangen, würde ich mal ganz klar sagen. Woohoo! Und sie kann sich halt so extrem cool fortbewegen. Das sieht schon sehr stylisch aus, wenn sie macht. What the fuck war das? Langsam gebe ich dieses Spiel echt auf. Also von der Kamera, wisst ihr ja, halte ich in Sonic generell nicht so viel. In den 3D-Teilen. Aber hier ist das schon extrem teilweise. Na gut, dann gehen wir mal ein bisschen zocken mit dem Vögelchen, würde ich mal sagen. My fucking god. Eine Zwischensequenz. Oh, Sonic. My hero. Sonic. Das ist Opfer. Long time no see. Amy. What's your problem? See, this little birdie's got in trouble. I think you should be his bodyguard a little while. What? Doesn't matter. We'll just tag along. No way! Come on! Don't run away! Oh! Oh, ist er weggerannt, Amy. Naja, Pech gehabt. Hier können wir nicht durch, leider mal wieder. Also, passieren. Gehen wir wieder zurück. Und ich weiß nicht ganz genau, wohin. Die Szene haben wir nämlich schon mal bei Sonic gesehen. Und jetzt kommen sollte. Yay. Muss mir doch als Amy hin. Nämlich genau hier hin. Den kennen wahrscheinlich die meisten noch. Wait up, Sonic! Not there! I can't run as fast as you! Look! Eggman's robot's on the loose! Don't panic! I'll handle that bag of bolts! Ah! Now what's wrong? Huh? Ihr schüttelt die Arme halt. Der arme Sonic. Na, Amy weiß halt, was sie will, würde ich sagen. Twinkle Park, Action Stage. Amy's Action Stages laufen so auf. Erase Zero and grab the balloon, genau. Wir werden in diesen Stages von Zero verfolgt, den wir ja schon sehen. Und müssen halt zum Ballon, der uns dann eine sichere Rettung verspricht. Zero kann... Fuck you! Soldier 13! Ja, das hier sind Fässer, die, wenn wir berühren, explodieren. Die wir auch schon alle kennen, denke ich mal. Und sie kann im Sprung diesen Angriff. So, werde ich dieses Level beenden und dann werde ich erstmal aufhören müssen zu aufzunomsen. So. Dum, 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 dum. Die! So, jetzt sind wir in einem Spiegelkabinett. Das ist... Wir können ihm auch übrigens auf die Fresse hauen. Das sollten wir aber nicht allzu oft machen, weil er sonst böse wird. Wenn er im Rage-Mode ist, au, ist er nicht mehr angreifbar. Das sollten wir uns so lange behalten, wie wir können. So, sehr schön. Da war die Kamera jetzt wieder ein bisschen schlecht, aber das war ja so vom Spiel vorgesehen. Also, kann ich da nicht meckern. Leider. So.
Hier wird's auch wieder ganz lustig. Ja, wir sehen die Ringe jetzt nicht so, die von uns wegfallen. Das ist, glaube ich, ein Bug. Und er kann sich teleportieren, statt dass er uns einfach folgt. Das ist, finde ich, sehr fair. Also, nicht ganz, aber... So, jetzt sind wir hier. Man sieht schon, im Spiegel sehen wir, welche Fakes sind. Das sieht man aber auch so an dem Strich. Also, es ist jetzt nicht wirklich schwer, das rauszufinden. Also, vor allem, wenn es nur zwei Dinger sind. Oder drei. Wow, das war knapp. Knappe die knapp. Dummer Affe. Bam. Das muss irgendwie voll niedrig sein, von dem Mädchen so fett im Hammer geschlagen zu werden, dass man explodiert. Vor allem, wenn sie so leicht bekleidet rumläuft, aber egal. Okay, Checkpoint und nun können wir hier wieder abhauen. Wir können uns übrigens unter den Dingen nicht verstecken, wenn wir ihn erst mal auf die Fresse hauen. Oder wir können es auch nicht. Das habe ich irgendwie nie kapiert, was das Ding jetzt gut sein soll. Aber egal. Das können wir später nur gebrauchen, um uns einen Vorteil bezüglich der Höhe des Springens zu verschaffen. Aber egal. So, und da ist der Ballon. Und jetzt springen wir einfach daran. Und wir sind gerettet. Er springt uns daher, aber er trifft uns nicht. Der Ballon ist ziemlich langsam. Evade Zero and grab the balloon. Yeah. Station Square. Adventure Field. Twinkle Parke. So, ich würde dann hier gerne erstmal aufhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Amy Rose. Bis dann, Leute. Schön auf die Mitte stellen. Duh. 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 Duh.